Hello, fellows, and a very good morning here in Alice Springs on the Air Force Base in Nevada. I hope you feel fine and we have a good time together. Our job today is not only short in time, it's an easy one. We fly these three famous planes in formation to Nellis AFB, Las Vegas. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen mit drei Flugzeugen in Formation rüber nach Nellis und wir starten in Alice Springs AFB. Und die drei Flugzeuge sind die C-17 Globemaster und die C-130 Hagibert und vor allen Dingen auch die C-141, der Starlifter in der Ausführung B, das heißt verlängert und mit Tanke. Über 20 Jahre oder noch länger das Rückgrat der Transporte, aller Lufttransporte der US Army. Fühle ich mich im Globemaster und in der Herky zu Hause, kann ich das vom Starlifter nicht behaupten. Ihn habe ich erst eine Runde in Seattle geflogen. Dann habe ich ein paar Witzbolde hier an Bord der C-130, die mir aus dem Flugzeug eine Waltzing Matilda machen. Naja, man muss es erstmal wissen, wie. Der Start mit dem Starlifter wird dann allerdings der absolute Hammer. Würde man größere Abstände lassen. Und genau das ist das Problem. Ich kenne den Starlifter nicht und er hebt hinter dem Globemaster ab und ich muss dann zusehen, wie ich damit klarkomme. Ich hänge in der Luft, der Globemaster rollt weiter, beschleunigt zwar und ich habe zu wenig Speed, um eine Kurve zu fliegen und muss das Gas wieder herausnehmen. Aber es hat geklappt.
Lead schmeißt die C17 in die Ecke. 180 Grad Kehre ist angesagt. Mal gucken, wie es klappt. Wir fliegen jetzt eine 180-Grad-Kehre und fliegen dann Richtung Osten. Wir fliegen nochmal den Platz Alice Springs und sind dann auf dem Weg Richtung Las Vegas. Für mich mit der Hercules, der immer noch mit einer Lücke hinten dran hängt, die Gelegenheit aufzuschließen, indem ich eine engere Kurve fliege und früher ansetze. Hier erst zeigt sich, ob man Formation fliegen kann, zumindest in der Simulation in dieser Art. Denn die Schräglagen sind schon extrem und würden Steuerkräfte hervorrufen, die ebenfalls extrem wären. Außerdem ist die Frage, ob man so viel Power hätte, um die Maschine dabei auf Höhe zu halten. Aber was soll's? Es macht Spaß, es macht Freude, sowohl beim Fliegen als auch beim Zuschauen. Vorne weg die Dicke, die C-17, Clubmaster 2. Für sich betrachtet ein herrliches Flugzeug, modernes Flugzeug. Nach den alten Prinzipien, aber mit Verbundwerkstoffen und so weiter und so weiter. Sie ist eine Klasse für sich, denn sie kann weder die C-5 noch die C-130 ersetzen. Leider macht sie auch entsprechend Probleme im Betrieb. Sie aber ist der Garant für den Weiterbau der C-130. Modernisiert und mit neuem Antrieb, 25% mehr Leistung und die Galaxy mit neuen Flächen für immenses Steuergeld. Aber ein schönes Flugzeug.
Eigentlich ist dieses Witt eine Hommage an den Stahllifter, an die C141. Aber beginnen wir mit dem Ältesten der Dreien. Sie war 1954 der Urknall aller militärischen Transporter, die Herky, C-130 oder auch Herky Bird genannt. Natürlich ein Lockheed-Entwurf. Sie vereinte alle bis dahin gemachten Erfahrungen mit Flugzeugen dieser Art. Rund 58 Jahre nach ihrem Erstflug im August 1954 wird die Hercules immer noch in beachtlichen Größenordnungen produziert und weiterentwickelt. Sie führte das moderne Grundkonzept eines militärischen Transportflugzeuges ein. Dazu gehört ein mehrregeliges Fahrgestell, dessen Hauptfahrwerk in Außenbehältern an den Rumpfseiten eingefahren wird, sowie für den Einsatz auf Flugplätzen mit weichem Untergrund die entsprechende Radzahl, die hohe Anordnung der Triebwerke des Hochdeckers, ein ungefeiltes Leitwerk und eine Heckklappe, Laderampe, die direkten Zugang vom Boden in den fast quadratischen Frachtraum ermöglicht. Eigentlich alles nichts Neues. Deutsche Ingenieure haben das schon während des Krieges entwickelt. Die Amerikaner aber haben alles das, was Arado oder Junkers entwickelt, gebaut und geflogen hat, in einem Flugzeug, eben der Herky, zusammengefasst und in einem Flugzeug zum Erfolg gebracht. Und zwar zu einem nachhaltigen. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es weder in den USA noch in England oder Russland etwas Vergleichbares. Für ihre Verwendbarkeit gab man der Hercules im Laufe der Produktion nicht nur immer bessere Triebwerke, sondern streckte auch den Rumpf um insgesamt 457 Meter. Dadurch wuchs die Frachtkabine entsprechend und einige Spezialversionen mit Skifahrwerk und anderen Winterausrüstungen wurden ebenfalls gebaut. Die Version, die ich hier fliege, ist eine Navy-Version und sie dient zum Tanken von Hubschraubern. Legendär wurden schon in Vietnam die Gunships Hercules, die mit schweren Kanonen an einer Seite ausgerüstet waren und den Vietcong damit wirkungsvoll unter Feuer nehmen konnten. Die Probleme mit dem Stahllifter bleiben. Ich habe das Problem, dass ich die Formation hinter der C-17 nicht halten kann. Das wiederum führt zu Problemen bei der Hercules. Der als Dritter hat dann ebenfalls Probleme. Ich habe also als Pilot der Herky mir die C-17 vorgenommen und trotzdem, es irritiert mich, was der Stahllifter hier fabriziert. Die Folge davon ist, dass ich in dieser Situation mich auf den Stahllifter konzentriere und nicht auf die vor mir fliegende C-17. Und die macht eine Vollbremsung, so muss man das so nennen, fährt die Spoiler voraus, hat das Gas weg und ich gucke wie das Kaninchen auf die Schlange auf den Stahllifter. Und das hier ist die Folge. Ich ramme bald die C-17 und im letzten Augenblick kann ich die Herky noch nach unten wegdrücken. Für eine Kurve hätte die Fläche zu viel Platz gebraucht. Und nach oben, ja, das weiß man immer auch nicht so genau. Okay, nach dem Debakel in Anführungsstrichen haben wir die Reihenfolge gewechselt. Herky macht jetzt Lead. Der Stahllifter war das erste strategische Transportflugzeug der US Air Force mit reinem Strahlantrieb. Mit diesem 1960 geforderten logistischen Airlifter wollte die US Air Force ihr Lufttransportkommando grundlegend modernisieren. Dem Konzept der Lockheed Hercules folgend, formte man den Rumpf mit Rechteckquerschnitt für den Frachtraum und schloss ihn mit einer Heckpforte-Laderampe ab. Die Auslegung als Hochdecker mit T-Leitwerk und die Unterbringung des Hauptfahrwerkes in beulenartigen Schächten beidseitig am Rumpf stammten ebenfalls von der C-130. Statt der Propellerturbinen kamen Turbofan-Triebwerke zum Einsatz. Der Erstflug fand statt 1963, es wurden insgesamt 284 Flugzeuge gebaut und das letzte Exemplar 1966 übergeben. Ab 1965 in Dienst gestellt, besorgte die C-141A im Vietnamkrieg die Nachschubflüge über den Pazifik. Die Version, die ich hier fliege, ist eine 141B.
Sie flog 1977 zum ersten Mal und sie war um 7,11 Meter verlängert worden gegenüber der Ursprungsversion. Alle 270 noch damals existierenden Maschinen wurden anschließend umgebaut und bekamen obendrein noch eine Tanke. The last Starlifter, we call it the Flying Panzer. Wir sind Informationen über Nellis und bekommen von dem dortigen Tower den Auftrag, nicht in Nellis zu landen, sondern auf McCarran. Eine etwas außergewöhnliche Situation, denn McCarran ist der Hauptflugplatz für Las Vegas mit entsprechenden Flugbewegungen. Man macht uns Platz, man gibt uns ein Zeitfenster. Wir drehen auf McCarran ein und fächern auseinander. Die Landebahnen sind zugewiesen. Herky rechts, Starlifter in der Mitte und Globemaster links. Der Starlifter landet auf einem Taxiway. Und wir sind dadurch sehr schnell aus dem öffentlichen Verkehr wieder heraus. Und wir haben auch schon unseren Standplatz zugewiesen bekommen. Also los, the ride beginnt. Landing checklist, please. Landing checklist, cabin crew, loaded altimeters. QNH 1005 is set. QNH 1005 is set. Down, bring spin brakes. Armed. Flat 30. Flat 30, complete the checks. Plus 10 on the bug. 1502. Laps 30 green. Landing checklist complete. Okay, my flight director is off. I'm taking it just a little bit wide because of that southerly wind. Okay. All the throttle is disconnected. Landing check. We're visual. Giving you the light sign. Wind is calm up here. 135 on the heading. Check. Plus 11. 1000. Plus 11. 750. Plus 9.
Schatten des Mandalay. Also Las Vegas sieht jedes Mal anders aus, wenn man dorthin kommt. Aber mit der Boomtown hat es sich mittlerweile auch. Das Geld sitzt längst nicht mehr so locker. Genau hier auf der Ecke dieses Platzes habe ich 1992 meinen ersten Flug über den Canyon gemacht mit einer Cessna 410. Waren wir oben und alles war verschneit, es war im Dezember. Die Nacht vorher waren wir über die Rockies gekommen im Schneesturm. Also auch das gibt es hier. Hier in dem Gebäude ist die kleine Fluggesellschaft untergebracht, die private. Und ich müsste eigentlich mal rübergehen, wenn wir jetzt die Maschinen abgestellt haben, und gucken, ob Bob da ist und einen Kaffee trinken im Büro. Im Anflug konnte man den Strip sehen, den oberen Strip mit all seinen neuen Hotels. Ich habe damals 1992 im Mirage geheiratet und auch im Anflug konnte man das alte Hilton sehen, mittlerweile abgerissen. Und wir haben dort ein paar Mal übernachtet. War eine sehr schöne Zeit dort und im Eingang war von Aloha Hawaii von Elvis Presley der Anzug ausgestellt und die Gitarre. Daran erinnere ich mich immer gerne. Leider gibt es das Hotel nicht mehr. Noch ein Tipp. Wanderer, kommst du nach Las Vegas, geh ins Imperial und besuche das dortige Automuseum. Das lohnt sich für alle. Selbst meine Frau war begeistert und die hat mit Autos nichts zu tun. Abgesehen vom Kaffee trinken, Leute, für heute ist Schluss. Wir gehen nach Haus, die Feier ist aus. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschö, wa?